Hallo. Ich will es nicht übertreiben. Noch mehr kannst du nicht tragen. Hallo, Hittos. So. Die Läden, die ich in Paseron hatte, weg. Und das hier, das ist alles, was ich noch habe. Der Rest ist verloren. Stacken wir mal wieder auf. Eine Ehre. Ungefähr 1000 auf, warum eigentlich nicht? Wenn ich sowieso schon gerade da bin. So. Ey, ich werde schon angegriffen, bevor ich überhaupt gespawnt bin, wie unfair. Lustigerweise haben sie aber schon daran gedacht, dass man in der Zeit, wo man im Portal ist, keinen Damage kriegen kann von den Viechern. Da bin ich dann wieder sehr positiv überrascht von Titan Quest, von den Titan Quest Entwicklern. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal jetzt gesagt habe, ganz speziell angesprochen habe, aber falls euch das mal des Öfteren aufgefallen ist. Erst wenn man vollständig da ist, dann kriegt man zwar trotzdem 1-2 Hits mit, ohne dass man sich da schon direkt bewegen kann. Aber während der Animation kriegt man keinen Schaden von den Viechern. Wäre ein potenzieller Bug noch gewesen. Aber daran haben sie gedacht. Das Ding ist, mein Schaden ist eigentlich echt geil. Die Verteidigungsqualität ist das, was so schlimm ist, was so krass ist bei denen. Die haben so eine hohe Verteidigungsqualität in Legendär. Und deswegen weichen die so oft aus. Das ist aber nichts, was wofür ich was kann, sondern es ist in Legendär einfach so, dass die... Also, normal, episch, legendär, da wachsen halt alle Stats und auch Angriffs- und Verteidigungsqualität. Deswegen landen die halt wahrscheinlich auch so oft Crits. Und deswegen machen die so viel Damage und deswegen weichen sie halt auch so oft meinen Schüssen aus. Und deswegen sieht es so aus, als ob ich manchmal sau wenig Damage machen würde. Dabei machen meine Schüsse voll gut Damage, aber es trifft halt wirklich nur die Hälfte von den Schüssen wirklich. Ja, und schön wäre es natürlich noch, wenn die Blutwolke immer dann, wenn mich aus dem Fernkampf Gegner angreifen, dass die Wolke dann auch tatsächlich bei denen direkt spawnt. Wenn sie nämlich bei mir spawnen, bringt mir das überhaupt nichts. Also das wäre natürlich noch richtig geil gewesen. Wenn das Artefakt automatisch erkennt, wo ist der Gegner, der so viel Schaden verursacht, oder der den letzten Schaden verursacht hat, und wenn er weiter weg steht, dann spawnt dieses Blutbad direkt unter ihm. Na, da haben sie sich wohl gedacht, nee. Das wäre zu OP. Wir machen, dass es nur bei Nahkämpfern funktioniert. Aber gut, auf der anderen Seite kriegt man ja trotzdem Leben wieder, wenn Nahkämpfer noch neben dir stehen. Ne? Auch wenn sie nicht diejenigen sind, die viel Damage machen. Aber man braucht schon Nahkämpfer, sonst funktioniert das Artefakt nicht. Oder man steht halt einfach gerade saunah neben den Gegnern. Aber das ist ja im Fernkampf meistens eher nicht der Fall. Uiuiuiui. Boah, ey, das kann nicht wahr sein. Ich kann versuchen, so lange wie möglich durchzuhalten, aber früher oder später trifft es mich einfach trotzdem. Erbarmungslos. Ja, das hier ist jetzt auch die erste Aufnahme, bei der ich eine andere Bitrate verwende, eine etwas höhere. In Titan Quest habe ich nie sonderlich große Unterschiede festgestellt. Oder irgendwie, dass es verpixelt ist, aber in First-Person-Games vor allem, bei viel Bewegung. Aus irgendeinem Grund ist das da immer verpixelt gewesen. Nun habe ich mal ein bisschen was an den Render-Einstellungen geändert. Inwiefern das jetzt diese Titan Quest-Aufnahme hier betrifft, Alter, das kann nicht wahr sein, ey. Weiß ich nicht. Das werde ich dann ja sehen. Ich glaube tatsächlich, hier sieht man es gar nicht so unbedingt. Wenn es euch aber auffällt und ihr das besser findet, dann würde mich das natürlich auch freuen. Aber wie gesagt,
In Titan Quest war es eigentlich nie pixelig. Vor allem in Ark ist es mir ganz besonders aufgefallen, deswegen habe ich das eingeleitet. Dass sich da mal ein bisschen was ändert. So, sehr gut, dann haben wir's. Ein letztes Mal schreiten wir durch die Passage der Seelen. Prägt sie euch gut ein. Denn im alten Titan Quest gibt's das hier alles nicht. Also den Hades. Das heißt, das ist das letzte Mal, dass wir hier durchschreiten werden. Es sei denn, ich entscheide mich irgendwann nochmal, doch nochmal in Immortal Throne oder in Anniversary Edition irgendwas zu machen. Aber das bezweifle ich eher. Ach Gott. Ach Gott, die Erdmagier. Die diese Kugeln schießen können, die dann noch leben. Ich will gar nicht wissen, für wie lange die einen in Legendär leben, wenn es in Episch schon, keine Ahnung, 15 Sekunden war gefühlt. Also wenn ich in Episch gerade so noch davon gekommen bin, in Legendär, werde ich es nicht. Da darf ich mich wirklich überhaupt nicht von so einem Ding treffen lassen. Und wenn doch, dann sterbe ich halt einfach. Okay, nee. Es tut einen scheinbar nicht immer betäuben. Es kommt scheinbar ganz drauf an. Oder nur diese Vulkankugel, die sie schmeißen. Und dieser Regen, der macht einfach nur Damage. Aber der hat nicht mal wirklich viel Damage gemacht, von daher. Nicht, dass ich mich beschwere. Ganz im Gegenteil. Zur Abwechslung macht mal etwas nicht ganz so viel Damage hier. Hat man nicht oft. Oh Gott. Vor dem Einfrieren muss ich aber definitiv aufpassen. Na, die meisten nehme ich gar nicht richtig wahr, bewusst. Das ist sehr gut. Das ist wirklich, glaube ich, die beste Art, gegen diese Gegner zu kämpfen. Wirklich von viel weiter weg. Lol, ich habe mich das nicht getroffen. Ich habe wirklich gedacht, jetzt war es das schon wieder. Als ich diese Eiskugel habe kommen sehen. Aber da wacht wohl doch jemand über mich. Obwohl ich gerade in der Unterwelt bin, so. Okay, das geht sogar eigentlich voll klar. Also wenn keiner auf mich ballert. Wenn nachher dann noch mal 10 Leute um mich rumstehen und dauerhaft auf mich einprügeln, dann sind auch schon 2 Sekunden zu viel. Da ist eigentlich jede Sekunde zu viel. So, jetzt müssten wir gleich beim nächsten Portal sein. Da beende ich die Aufnahme dann. Aber bis dahin habe ich mir gedacht, kann ich noch machen. Also mir waren die Zeiten wirklich noch lieber, wo man einen Schuss langsam geschossen hat, der dafür aber die ganze Gruppe gewone-hitted hat, als jetzt, wo wir natürlich 20 Schüsse gefühlt in der Sekunde schießen können. Aber wir brauchen auch 40 für einen Gegner. Gefühlt natürlich jetzt nur.
Okay. Manchmal betäubt sie, manchmal nicht. Wenn die sich noch so zersplittert beim Aufprallen, dann ist es eine, die betäubt. Kann dann sein, dass die vom Magier betäubt, aber die Bogenschützen, die so eine Feuerattacke haben, können auch Vulkankugeln schmeißen, aber die ist dann noch nicht so hoch geskillt, dass die betäuben kann. Ist ja bei der Erdmeisterschaft, die man selber lernen kann, auch so. Oh Gott. Nein. Ich komme heute glimpflich davon. Bei den meisten Sachen. Zumindest wenn ich gestunt bin. Hin und wieder machen sie natürlich trotzdem noch viel Damage, aber so richtig beschweren kann ich mich heute eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich spiele auch viel defensiver als sonst. Daran könnte es natürlich auch liegen. Gut, jetzt müsste ich mal weggehen da. Ja, ich habe halt 16... Ich habe halt wirklich gute Feuerresistenz. Blitzresistenz ist dafür natürlich völlig moch. Mit minus 95%. Also ich kriege fast doppelten Schaden von jeder Attacke. Zusätzlich zu der Tatsache, dass ich schon wenig Rüstung habe. Aber die anderen gehen dafür eigentlich voll klar. Für einen Bogenschützen. Wenn jetzt mal noch diese ganzen... Also wenn jetzt da nicht so 10 Milliarden Feuermagier spawnen würden mit jeder Welle. Also das sind ja wirklich... Das waren ja wirklich schon wieder mehr Feuermagier als alles andere. Gut, dann sind wir da. Also gleich. In Kürze. Nachdem wir die Magier hier platt gemacht haben, natürlich. Nachdem wir fast von den Magiern selber platt gemacht wurden. Ich bleibe jetzt hier auch confident im Feuerfeld stehen. Ist mir auch einfach mal egal. Man muss ja auch ein bisschen Dominanz zeigen den Gegnern gegenüber. Ungünstig, denn ich krieg viel von Eisattacken. Oh. Jetzt ist doch mal gut mit den Magiern. Alter, sind das viele Magier. Das sind ja wirklich extrem viele Magier schon wieder. Jo, das war's. Natürlich, zum Abschluss des Parts. Nochmal ein Tod. Da kann ich jetzt auch eigentlich den Jagdruf reinknallen. Dann sterben sie wenigstens noch ein bisschen schneller. Das ist wirklich ein Scherz. Nicht mal dann gewinne ich den Kampf gegen sie. Schwieriger als Dark Souls hier das Spiel, wenn man es so spielt. Alter, wie oft die das auch machen können. Du kommst hier wieder an, das erste, was wir machen, ist wieder diese Frostkugel. Okay, das war's jetzt aber. Dankeschön. Fluss des Stücks, damit müssten wir so ungefähr bei der Hälfte des Hades sein. Ich habe sie gesehen. Gut, Dankeschön fürs Einschalten. Hier geht's das nächste Mal weiter. Bis dahin und tschö.